Einen wunderschönen guten Morgen, mein Name ist Azadi. Wir haben hier den alten Gegner von Omar, Abdullah. Das ist ein sehr, sehr starker Fighter. Dankeschön, wir haben schon Dankeschön. Das ein oder andere Mal Dankeschön. Zusammen gespart. Bruder, als allererstes, wie kam es dazu? Wie kam es zum ganzen Stress mit Omar? Wie ist diese Thematik aufgegangen? Ja, Bruder, damals habe ich halt die FC angeschrieben, habe gesagt, ey, ich will wieder kämpfen, dies und das. Und dann kam es dazu, dass ich absagen musste wegen meinem Daumen. Okay. Das habe ich auch alles auf Instagram, schwarz auf weiß. Und danach kam raus, dass Omar gegen mich kämpfen sollte. So ein Verdacht hatte ich auch schon. Und dann kam es dazu, dass Omar eine Story gemacht hat auf Instagram und gesagt, hat so ein Bild von mir eingeblendet, beziehungsweise ein Video von meinem ersten Defend-Kampf, wo ich mich vorstelle, Salam alaikum, mein Name ist Abdullah Nalban, bla bla bla. Und danach kam es dazu, dass Omar das eingeblendet hat und gesagt hat, der Typ so und so hat abgesagt. Und dann kam so eine Aussage wie, wenn Leute herausfinden, dass sie gegen mich kämpfen und so, sagen die mal gerne ab und so. Okay. Hat das Omar gepostet? Der hat es gepostet. Ich habe das damals sogar ein Screen-Recording davon gemacht. Okay. Habe ich aber leider nicht mehr, kann ich nicht beweisen, aber. Alles gut. So, okay. Dann habt ihr gekämpft. Dann hast du den Kampf gewonnen. Kannst du ein paar Sachen zum Kampf sagen? Wie war Omar? War er stark? Wie war der Kampf an sich? Ein paar Sachen. Ja, der Kampf mit Omar, sag ich dir ehrlich, so. Ich wusste ja, dass er mit viel Reichweite kommt. Ich wusste auch ganz genau, wenn ich verliere, jeder kennt mich, der hat verloren. Ne? Deswegen habe ich mir selber so ein bisschen Druck aufgebaut. Aber ich sag dir ganz genau, wann ich wusste, dass ich den Kampf gewinnen werde, der erste Takedown. Er redet mir die ganze Zeit irgendwas von, ja, hier Ringer, dort Ringer, ein Ringer, der boxen kann, bla bla bla. Mhm. Und nach dem ersten Takedown dachte ich mir, so leicht lässt sich runterholen, weißt du. Und da war ich mir schon sicher, ich gewinne den Kampf. Und das Hauptthema war, wie jeder auch schon weiß, Hinterkopfschläge. Da will ich echt nicht viel sagen, ne? Wer sich den Kampf wirklich in Slow Motion anguckt, genau 4 Hinterkopfschläge. Ha. Wer sich den Kampf in Slow Motion anguckt, 4 Hinterkopfschläge, fertig. Nach diesem Kampf gab es ja viel Diskussion, okay? Und was ich mitbekommen habe, ist, dass dieser Kampf im Nachhinein revidiert wurde und es kein Sieg war, sondern ein Unentschieden. Ich habe das selber noch nie gehört, also klar im Profibereich schon, aber nicht im Amateurbereich und es war ja ein Amateurkampf, soweit ich weiß. Stimmt das? Ist das wahr? Bruder, das Video ist drin, die Videos sind online, jeder weiß, wer gewonnen hat. Ne? Wie gesagt, die Hinterkopfschläge würden gar nichts am Ergebnis ändern, ich hätte auch so oder so gewonnen. Ne? Darauf bin ich auch stolz, ganz ehrlich. Und im Nachhinein, wo gibt's sowas? Ich bitte dich. Hab ich gestopft? Wo gibt's sowas? Also du hast nie irgendwas mitbekommen, dass der Kampf Nein, Bruder, der hat da irgendwas rumgelabert, aber sowas gibt's nicht. Gibt's das überhaupt im Amateurbereich, dass Kämpfe im Nachhinein revidiert Bruder, werden? Also, was ich sagen will, ist, das ist Amateur. Ja. Hätte ich verloren, hätte ich gesagt, ich habe verloren. Hätte ich gewonnen, ich sage, ich habe gewonnen. Das ist Amateur. Das ist ja kein Kampf um einen UFC-Titel oder so. Verstehst du, was ich meine? Man sagt ja auch immer, dass der Amateurbereich immer die Testlaufbahn ist. Und der Profibereich, das ist was wichtig. Und da erst der Rekord anfängt. Es gibt ja gar keinen Rekord beim Amateur. Weißt du, das gibt es ja eigentlich gar nicht. Bruder, selbst im Profibereich, wenn du verlierst, Kopf hoch und weiter. Ja, natürlich. Aber erst recht im Amateurbereich. Verstehst du, was ich meine? Für mich, ne, das ist meine persönliche Meinung, Amateurbereich pure Erfahrung sammeln. Ich könnte 10 Kämpfe hintereinander verlieren, ich würde aufstehen, weitermachen. Das ist so meine Einstellung, verstehst du, was ich meine? Bruder, ob ich gewinne, wenn ich gewinne, umso schöner. Wenn ich verliere, Alhamdulillah, weiter geht's. Nachdem du den Kampf geholt hast, ich glaube, das hat für sehr viel Wirbel gesorgt und hat auch mega Überraschungseffekt gehabt. Weil die meisten den Kampf nicht bei dir gesehen haben, sondern aufgrund dessen, dass Omar eine Fanbase hatte, beziehungsweise man ihn kannte, war das ja ein krasser Überraschungseffekt. Gab es dann irgendwann ein Anzeichen oder kann man auf ein Rematch hoffen? Kommt da irgendwann mal irgendwas oder warum kam es noch nicht dazu? Bruder, von meiner Seite aus gab es gar keine Probleme. Ich glaube, das verstehen echt sehr, 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 sehr viele falsch. Ne? Deswegen will ich mich jetzt einmal dazu äußern. Ich habe vor den Sommerferien gekämpft. Nach dem Kampf bin ich in die Türkei geflogen mit der Familie. Nach dem Urlaub, ersten 3 Monate, habe ich gar nichts gemacht, gar nichts mit Kämpfen zu tun gehabt. Ich war nur einmal in Holland in einem Grappling-Turnier, mehr nicht. Probezeit von der Ausbildung, mehr gab es ja nicht. Also ich verstehe nicht, was verständlicher als diese Ausrede ist. Verstehst du, was ich meine? Klar. So, wo liegt das Problem? Ja. Verstehe ich nicht. Ja. Und danach, die Probezeit war nicht mal zu Ende. Ich meine, es war Ende Oktober oder so. Habe ich Omar angeschrieben, habe ich Defend angeschrieben. Ich habe alles auf Instagram habe ich. Er hat gesagt, Dezember hört sich gut an. Er hat mir abgesagt, wegen 2 angeblicher Kämpfe. Ich habe Bahar oder so gehört, Bahar Alamut oder was auch immer. Boxkämpfe waren das, glaube ich. Habe ich rausgehört. Habe ich mir da schon gedacht, okay. Und ich bin immer noch der Meinung, es wird zu keinem Rematch kommen von seiner Seite aus. Bin ich ehrlich. Aber du persönlich wärst auf jeden Fall am Start? Gib mir eine vernünftige Veranstaltung außer Defend, ich komme.
Warum nicht Defend, wenn ich fragen darf? Ja, Bro, ich meine, wir kämpfen MMA, oder? So, ja. Defense, alles schön und gut, schöne Reichweite. Ich sage ja gar nicht, dass das eine schlechte Veranstaltung oder sonstiges ist, aber es kommt zu einem Rückkampf, er will den Rückkampf, er soll dahin kommen, wo ich hin will. Ne? Ja, hier hinter mir ist ein Cage, ich will in einem Cage kämpfen, fertig. Egal welche Organisation, GMC, es gibt so vieles, aber ich weiß nicht, warum er unbedingt Defense will, weil da gibt es die meiste Reichweite. Plus, ich sage immer wieder, das habe ich schon mal gesagt, er kämpft für Klicks. Das habe ich immer wieder gesagt und es bleibt auch so. Wie kommst du zu dieser Meinung, dass er für Klicks kämpft? Ja, wie kommst du zu dieser Meinung? Ganz ehrlich, so, das kann jeder richtig oder falsch verstehen. Ich habe noch nie für TikTok gekämpft. Ich habe auch nie dafür gekämpft, irgendwie meine Highlights auf TikTok zu posten. So, das war nie mein Ziel. Klar, ist schön und gut. Aber wenn ich mir anhöre, ja, ich kämpfe gegen Sinan, auch nicht gegen Sinan oder so, aber ich kämpfe gegen Sinan, ich kämpfe gegen den TikToker, gegen welchen MMA-Kämpfer willst du? Du musst ja gegen einen richtigen kämpfen einmal, verstehst du, was ich meine? Ja. So, klar gibt es auch einige Ausnahmen wie du. Hier, ich mache Kickboxen und film das. Ne? Ich filme sozusagen meinen Lifestyle. Ja. Aber wenn ich nur gegen TikToker kämpfe, also wer ist ein Bahar? Also kein Disrespect, nur aber wer ist ja, Bahar? Ich verstehe nicht, wie du das meinst. Vom Kampfsport sind her. Ja, ist so. Ich persönlich habe ja noch nie einen TikTok-Kampf gemacht. Ich habe ja nur normale Kämpfe gemacht. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Das ist auch das, was ich ihm damals vorgeworfen habe. Ich habe ihm gesagt, dass du keine guten Gegner hattest. Der Einzige, der gut war, warst du und du hast ihn in meinen Augen komplett vermöbelt. Also ich habe es auch öfter im Netz gesagt, das war auch wahrscheinlich der Grund, was ihn vielleicht schon immer abgeneigt hat von mir. Aber ich schätze dich als Zweiter, du bist auch wirklich sehr stark. Dankeschön. Also ich finde es auch traurig, weil ich finde es gar nicht schlimm, gegen dich zu verlieren. Weil du bist halt stark. Verstehst du, was ich meine? Du bist ein guter Striker. Bruder. Du bist sehr gut, also Boden kann ich jetzt nicht einschätzen, ich habe keine Bodenerfahrung, aber wie man jetzt bei Omar gesehen hat, im Boden hast du den auch zerrobt. Weiß ich nicht. Bruder, wie ich gerade schon gesagt habe, das ist Amateur. Ich habe auch schon gegen stärkere Gegner gekämpft, viel, viel stärkere als Omar. Also auch kein Disrespekt an ihn, aber er ist einfach nicht auf meinem Level, ohne mich selber zu pushen. Ne? Also wie gesagt, wenn man nur mit Flipflops am Samstag trainiert, kommt man nicht weiter, ist einfach so. Viele sagen ja, dass weil er so gut Schattenboxen kann, dass er so, also das denken ja die meisten, dass er so stark ist. Kannst du zwei, drei Worte dazu verlieren? Bruder, was ist Schattenboxen? Was ist das? Bruder, ich weiß es, aber vielleicht die Leute wissen es nicht. Bruder, was ist, also, so, wenn er mir Schattenboxen als einen Grund gibt, also wie soll ich ihn ernst nehmen? Verstehst du, was ich meine? So, was ist Schattenboxen? Also Schattenboxen, niemand kontert dich, du hast keinen Widerstand, so, gegen wen kämpfst du da? Es gibt ja viele, die Schattenboxen sehr gut aussehen, bei Pets ja genauso. Es gibt auch viele Leute, die richtig gut bei Pets aussehen, aber im Ring halt. Bruder, ich meine, ich bitte dich, ich sehe Schattenboxen katastrophal ausgefühlt. Ja. So, ne? Er sieht im Schattenboxen auch gut aus. Das sage ich ja nicht. Ne? 100%. Er sieht gut aus. Aber wer finde ich auch sehr katastrophal aussieht, obwohl er ist ein krasser Boxer, Zelan Gashi. Sieht Schattenboxen für mich voll scheiße aus, aber er ist ein krasser Boxer. Das kann ich dir jetzt nicht beurteilen. Wenn du die Videos kriegst, ich finde, das sieht nicht gut aus, aber er ist ein krasser Boxer. Verstehst du, ich finde, da ist auch immer... Also ich meine, wenn deine Priorität, also wenn dein Ziel ist, so im Schattenboxen gut zu sein, Glückwunsch, hast du ja recht, aber... Eine Frage habe ich noch zum Thema, Omar. Hast du seine Fight, also hast du seine Gegner gesehen? Boah, seine Gegner, also ich hab mir natürlich seine Kämpfe auch schon davor angeschaut. Ne? Ja. Man kann sie, ne? Ich brauche jetzt nicht zu lügen oder so. Aber ich habe einen, ich glaube, er hat nach mir zwei Kämpfe gemacht, meine ich. Oder ein oder zwei innerhalb kürzester Zeit. Ich habe diesen einen Kampf gegen diesen Soldaten gesehen. Soldat. Boah, das habe ich auch gesehen, ja. Bruder, ich habe aus allen 15, 16-jährige Boxer, Bruder, die machen die alle fertig. Ja. Zum Thema Soldaten, Bruder, no disrespect an den Bruder. Oh, auf jeden Fall. Wirklich, Bruder. Aber der Typ hat ja selber im Video gesagt, also der Soldat, dass er das nicht mal richtig trainiert. Dass er ab und zu bei der Bundeswehr ein bisschen was macht, aber halt Bruder, selbst wenn, guck mal, ich erzähle jetzt eine Sache. Dieser Kampf gegen diesen Soldaten, ne, das ist jetzt nur meine Meinung. Jeder kann anderer Meinung sein. Aber dieser Kampf gegen diesen Soldat, ich meine, er hat sich so abgefeiert, Für diesen, ich weiß gar nicht mehr, wie der, so eine High-Kick, aber dieses Dreh-High-Kick, ne? Ja. Boah, er hat sich so abgefeiert, als hätte er echt eine so Weltmeisterschaft gewonnen. Ja. Verstehst du, was ich meine? Und das ist seine Priorität, das sehe ich so. Verstehst du, was ich meine? Ich habe gegen Omar gewonnen, klar, ich habe auch ein, zwei Videos gemacht, was nicht korrekt war. Ich könnte besser handeln, ne? So. Aber, Bro, würde ich diese Schiene mitgehen? Ich weiß nicht, wo ich wäre. Gut.
Das habe ich auch schon sehr oft zu dir gesagt. Das sieht man dir auch an. Du kämpfst aus Liebe, du kämpfst nicht aus Klicks. Das sieht man auch wirklich sehr, sehr, sehr krass, weil allein aus dem Thema von Omar, du hast, glaube ich, also ich habe persönlich von dir kaum bis gar keine Videos gesehen und du hättest das Ding ja auch durch die Länge ziehen können. Du hättest ja auch eine Kamera nehmen können und sagen können, ey, Omar, ich habe dich besiegt und dies, das, hättest da deine Klicks machen können. Ich schätze dich sehr, daran sieht man auch, wer Fighter ist und wer halt für Klicks kämpft. Jetzt kommen wir auch zu einer der Gründe, warum wir hier sitzen oder wie wir dazu gekommen sind. Du hast mir ein Video zugeschickt. Das war ein Barello-Video, wo Barello und Margomen sitzen. Und ich habe dich daraufhin gefragt. Ich werde dieses Video auch genau jetzt einblenden, damit ihr wisst, was es genau geht. Würdest du behaupten, du bist stärker als Omar? Weil du hast mal gesagt, du willst gerne gegen seinen Gegner kämpfen, wo er verloren hat. Das bedeutet, du willst auch nicht verlieren. Also das heißt, du willst gegen ihn gewinnen. Aber was diese Abdullah angeht, sein Gegner, wo er verloren hat, kann null Grappling. Oder er kann null Grappling. Ich war froh, sein Gesicht, wo ich bei dir fand. Ich war froh, sein Gesicht gesagt. Du kannst null Grappling machen. Du kannst nichts kämpfen. Und du hast gesagt, komm um die Ecke. Komm um die Ecke, wir kämpfen jetzt. Das habe ich gesehen. Dann beweise ich dir. Und er hat etwas gesagt davor. Dann komm, Ecke, komm, wir gehen. Ich bin da hingegangen, dein Video ist ausgegangen. Dann hat er gesagt, nein, ich doch kämpfe ich nicht und so. Er hat selber abgesagt, den Kampf. Du hast das Video mir gesendet, ich habe das dann gesehen und dich gefragt, ob das stimmt, weil Margument der Meinung gewesen ist, dich bei Definitive FC gesehen zu haben und dir irgendwie gesagt zu haben, dass du ein schlechter Ringer bist und wenn du ringen willst und gegen mich und komm dann in die Ecke und dann wärst du irgendwie nicht mitgegangen. Nee. Und ich wollte, beziehungsweise du wolltest das auch, einfach mal dazu sagen, ob das wirklich wahr ist oder halt nicht. Bruder, also ich kann dir jetzt auch nicht viel Großartiges sagen, also erstens, was hat Margot mit seinem Barello da zu suchen? So, was ist deren Ziel dort? Verstehst du, was ich meine? So, beides unnötige Menschen in meinen Augen. Verstehst du, was ich meine? Beide Fitna pur, mehr gibt's da nicht. Verstehst du, was ich meine? Was ist der Sinn überhaupt in deren Leben? TikTok-Klicks? Fitna, was ist das? Verstehst du, was ich meine? Das zweite ist, Bruder, das stimmt. Wir haben es bei Defend gesehen mit Bilal Joker. Mein Ziel war es eigentlich, dass Bilal gegen meinen Kollegen Ali Babaev kämpft. Kam es leider nicht dazu. Der Bruder hier? Ali Babaev, ja. Auf jeden Fall. Nö, nee, beides gute Boxer. Ja, Bruder, ne? ich hab mal mit dir auch gespart, Bruder. Er ist wirklich sehr stark. Ne? Boah, starker Boxer, Bilal auch starker Boxer. Ja, ne? Also brauche ich jetzt nicht zu lügen oder so. Bilal auch starker Safe. Boxer. Aber wäre ein guter Kampf zum Gucken, weißt du, was ich meine? So. Und zum Thema Margomet, bla bla bla, wir haben dann geredet. Und es kam dann zum Thema Omar, dies und das. Und in dem Video wird er ganz dick und fett betont. Bruder, hier, Tschetschen dort, dies, das. Er kam zu mir. Er hat mir Tipps gegeben, wie ich gegen seinen Bruder besser kämpfen könnte. Also gegen Omar? Margomet hat mir Tipps gegeben, wie ich gegen Omar besser kämpfen könnte. Okay, krass. Besser choken könnte. Okay. Du musst das und das und das machen. Ich habe die Videos alles auf meinem Handy. Also man sieht das und man hört das auch raus. Was ja auch nicht schlimm ist. So, macht, was ihr wollt. Ne, ist für mich echt gar kein Problem, weil er ist nicht. Er wiegt erstens natürlich, keine Ahnung, seine 70, 75, lass mich nicht lügen, höchstens 75 Kilo. Zweitens, also ich mach das Ding jetzt schon seit 3,5 Jahren nonstop. Weißt du, was ich meine? Was will er mir von Grappling erzählen? Ich habe Grappling-Coaches, ich habe Grappling-Partner, Sparring-Partner hier im Universum Fit Gym. Ich habe hier Partner, das sind alles Profis. Also was will der mir erzählen? Verstehst du, was ich meine? So. Da hat er zu mir gesagt, so und so. Da habe ich zu ihm gesagt, du willst mir Grappling erklären und so. Da hat er zu mir gesagt, komm und so. Und in der einen Sekunde habe ich mich wirklich kurz auf deren Niveau eingelassen. Ich dachte mir so, komm, okay. Hätte ich das mal lieber doch gemacht. Mein Trainer aus Aalen hat zu mir gesagt, hätte es ihm einfach eine gegeben. Ne, aber habe mich da am Ende doch noch kontrolliert. Ich habe es sein gelassen. Ne, er lügt da nicht. Er hat mich herausgefordert. Ha. Aber wenn du das Absagen nennst von meiner Seite aus, nenn es wie du willst, mich juckt das nicht. Bruder, ich will jetzt eine wirklich offene und ehrliche Meinung hier. Ne? Du weißt ja, dass ein Kampf zwischen mir und Margomet stattfinden wird. In naher Zukunft. Du weißt auch, dass dieser Kampf ein MMA-Kampf sein wird. Ich will deine persönliche Meinung dazu hören. Und ich sage dir auch, Bruder, ich bin dir nicht sauer, wenn du jetzt sagen würdest, der Magen ist. Ich bin immer offen und ehrlich. Deswegen, ich bin dir wirklich überhaupt nicht sauer, damit wir das Video auch abschließen können. Einfach ganz kurz und knapp, Bruder, deine Meinung zu dem bevorstehenden MMA-Kampf. Wir haben schon mal darüber privat geschrieben, falls du dich erinnerst. Ja. Über diese Sache. Ich habe dir schon mal gesagt, warum machst du das? Ich habe dir immer wieder, also das ist, sei du mir nicht böse, niemals, aber ich habe dir immer wieder gesagt, ne, so, geh nicht drauf ein, geh am besten gar nicht drauf ein, aber wenn du schon gegen ihn kämpfst, dann habe ich dir gesagt, mal Kickboxen, aber wenn du unbedingt MMA machen willst, wobei ich denke, dass du auch gewinnen wirst 100%, warum? A, du hast einen Betonschädel, B, du hast harte Hände für dein Gewicht,
C, Magomed kann gar kein Stand-up. Gar kein Stand-up. Ich sag das auch nicht mit bösen Intentionen. Ne? Ich sag das, alles Wahrheit, Bruder. Ja, ich sag das nicht mit bösen Intentionen. Aber Magomed, man sieht sein Sparring gegen Bilal. Man sieht, der hat mal bei irgendeiner Veranstaltung gekämpft, so irgendwie so wie Defend. Ich weiß aber nicht mehr, wie er hieß. Auch in Deutschland. Ich hab wirklich. Hab ich auch mal Kampf gesehen. Also ich meine, wer sich wirklich nur so ein bisschen mit Kampfsport auskennt. Ich meine, ich bin auch nicht der beste Stand-up-Kämpfer. Aber Magomed kann wirklich gar nichts. Das ist meine Meinung. Deswegen denke ich auch, dass du gewinnen wirst. Nur ein bisschen auf Abstand bleiben. Also, Magomed, der Kampf kommt. Ihr könnt eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben. Mir war es wichtig, einfach, dass wir kurz und knapp darüber reden. Mich persönlich hat es einfach interessiert. Ich wollte das auch mit euch teilen. Dieses Video ist kein Front an irgendwem. Ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir relativ respektvoll sind. Dass wir nicht irgendwelche Fitner-Leute sind. Ansonsten, ihr könnt euch eure Meinung bilden. Magomed, ich sehe dich im Ring. Und ansonsten, bleibt alle gesund. Us.